Also da haut EA noch mal richtig einen raus. Ein Pack für 500.000 Coins oder 3.000 FIFA Points. Meine Fresse. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass EA sowas schon mal gemacht hat. Das ist, glaube ich, bisher das größte Pack, was das hier im Shop zu kaufen gibt. Kostet 30 Euro, umgerechnet ungefähr. Enthält 105 seltene Goldspieler, 5 garantiert mit 85 oder höher. Dazu gibt es natürlich einen Food Hero Spieler, meine Freunde, mit 87 oder höher. Ja, alle Items sind untauschbar. Läuft ab in 1 Tag und 8 Stunden. Falls ihr euch wundert, warum ich das erst so spät mache, meine Freunde, ich habe extra noch auf die Winter Wildkarten gewartet und bin gespannt, ob wir da natürlich ein oder den anderen ziehen werden. Gucken wir uns mal die Pack-Wahrscheinlichkeit an, ob das überhaupt was bringt, was wir hier so schönes bekommen können. Goldspieler 90 plus 17%, Once-to-Watch-Spieler 5,1, Road to the Knockouts 12%, Rulebreaker 9,6, Weg zum Ruhm 4,3, da wird es schon langsam weniger. FIFA World Cup-Spieler ist natürlich klar, 10%, ja. World Cup Story-Spieler 7,6, Star-Spieler 4,3 und Winter Wildcard, habt ihr gerade gesehen, 61%, meine Freunde. Natürlich wird da ein Winter Wildcard bei sein, bei den 105 Spielern. Ich kann mir das ja nicht vorstellen, dass da gar keine bei ist. Das kann ich eigentlich auch ja nicht glauben. Auf gar keinen Fall solltet ihr das nachmachen, es sei denn, ihr habt hier wirklich so viele Coins übrig. Keine Ahnung, 3 Millionen, 4 Millionen und ihr habt euer Team schon so halbwegs fertig. Dann könnt ihr euch das natürlich leisten, die 500.000 Coins zu investieren oder die 3.000 FIFA Points. Aber meine Freunde, macht das eigentlich nicht nach. Schaut euch das lieber hier auf meinem Kanal an. Wir gehen rein und kaufen uns das Pack für 3.000 FIFA Points, meine Freunde. Ich bin gespannt, was war da so geil bekommen. Wir ziehen auf jeden Fall einen Foothelden. Den können wir nicht gebrauchen. Doch, können wir eigentlich. Ist okay. Ist okay. 77 Tempo ist natürlich ein bisschen wenig. 91 in der Defense, 82 Physis reicht natürlich völlig aus. Ich weiß jetzt nicht, wie groß er ist, unser Jutta Carvalho. Müssen wir mal gucken. Aber jetzt sind wir erstmal gespannt, was da bei den anderen Goldspielern noch kommen. Oder die Winter Wildkarten. Jo. Wir ziehen auf jeden Fall nochmal Süle. Auch sehr nice. Was hat er denn noch an Wert? 36, 30.000. Jetzt gucken wir erstmal, was unser Carvalho. Eigentlich ja nicht mehr wert. 50.000, alles klar. Beweglichkeit 77 ist schon mal ganz gut. 82 Balance ist auch schon mal ganz gut, wenn man schöne Richtungswechsel machen will. Genauso wie Reaktion. Alles 80er. Das ist schon mal sehr gut. Vielleicht kriegen wir den doch irgendwie mit eingebunden. Philips, meiner Meinung nach, kann man ja nicht gebrauchen. Der Rest ist hier für mich SPC-Futter. Wahrscheinlich für euch dann auch. Für die nächstkommende SPC. So, wollen wir mal gucken, was wir da ganz hinten noch so mit bei haben. Oh nein, wir ziehen wirklich keine Winter Wildcard, ja. Die letzten sind dann wirklich, hier ziehe ich Angelino. Alles klar. Okay, meine Freunde, wenn ihr das gemacht habt, schreibt mir das mal unbedingt in die Kommentare hinein, was ihr da Geiles drin hattet.